nicht. Eleonore, ich habe es angesprochen, ihr habt die Möglichkeit, hier und da mal in solchen Autos zu sitzen. Gibt es denn noch irgendwelche Träume, wo du sagst, vielleicht sogar unabhängig von Mercedes-Benz, ja, das wäre mal ein Traum von mir, so ein Auto zu bewegen, oder vielleicht steht ja noch hier eins, wo du sagst, ja, das wäre es mal, vielleicht wird ja dieser Traum auch mal. Naja, ich schließe mich den beiden an. Wir haben tatsächlich ja die Möglichkeit. Ich bin den D196 gefahren. Übrigens super fahrbar, richtig tolles Auto. Ich bin den auch schon gefahren, allerdings in Berliner Stadtstraßenverkehr. Das ist ein bisschen kritisch, kann ich sagen, weil die Kiste wird unheimlich heiß. Da gibt es nichts mit Lüfter und Kühlung im Stand. Also da hat man große Schwierigkeiten, da war man immer mit offenen Flügeltüren unterwegs, weil immer rein, raus, und man sah eine lange Schlange an der Ampel, mussten wir mal Motor aus und dann haben wir geschoben, bis wir vorne standen und sind dann weitergefahren. Also es gibt da durchaus Sachen, die nicht unbedingt in den heutigen Straßenverkehr zu adaptieren sind, aber dahin bin ich natürlich auf der Rennstrecke gefahren. Also tolles Erlebnis, ohne Zweifel, unglaublich diesen Spirit einleben zu können und eine Riesenchance natürlich. Das ist schon eine Hightech-Maschine, das ist also nicht einfach so, wie es aussieht, sondern es ist wirklich ein absolutes Hightech-Gerät mit sehr viel Abtrieb, mit sehr viel Aerodynamik. Da muss man schon auf dem absoluten Höhepunkt der Technik sein, um mit so einem Auto gewinnen zu können. Nicht als Fahrer, sondern vor allem auch als Team. Das Team muss dieses Auto so hinstellen, dass der Fahrer damit zur richtigen Zeit schnell sein kann. Und das ist momentan sehr schwierig, weil wir haben drei Marken in der DTM, BMW, Audi und Mercedes. Und 20 Autos, jeder will gewinnen. Nicht einfach, große Aufgabe. Und wir sind alle gespannt auf das kommende Jahr, ob es noch spannender wird wie das letzte Jahr. Dieses Auto da hinten, der 300 SE, mit dem warst du in Argentinien unterwegs. Was war das für ein Rennen? Also das war damals, es hieß so, das schwierigste Straßenrennen der Welt. Das ging über 5.500 Kilometer auf abgesperrten Straßen. Und wir waren bei 17 und 64 waren im Bergsteam dort. Damals hat er Eugen Mürrel gewonnen. Er war ein zweiter Mann, als junger Kerl mit 22. Und es war wieder einer meiner größten Erlebnisse, wo ich überhaupt dachte, damals. Wie ging das 5000 Kilometer? Los geht's? Nein, es war immer eine Tagesetappe von ca. 1000 Kilometer. Dann war ein Tag Pause und dann ging es wieder zur nächsten Etappe los. Wir waren 6 Wochen beim Training und haben da die ganze 5.500 Kilometer Rundung erstellt, dass wir dann auch richtig, jetzt mal die Vakuum ging, dass wir wussten, da kann ich voll draufbleiben. Oder wenn das Beifahrer sagt, oh, Entschuldigung, es geht noch rechts. Und dann gab es ein Riesenproblem.